Hallo und herzlich willkommen zu Kimmzüge, dem Podcast zu Videospielen. Scherz, analogen Spielen natürlich. Und hauptsächlich Brettspielen. Hallo Fenrir. Hallo Kim, hast du zu viel Videospiele in letzter Zeit gespielt? Tatsächlich gar nicht. Aber ja, das ist gar nicht so üblich für mich. Also ich spiele eigentlich schon durchaus Videospiele, habe aber so ein bisschen pausiert. Ich habe jetzt vor kurzem die Uncharted-Reihe nochmal begonnen. Einfach so mal so durchgezockt und bin jetzt im letzten offiziellen Teil. Aber seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Blockiert auch mein Sohn jetzt auch die PlayStation erfolgreich. Er hat sich jetzt Frostpunk gegönnt. Ja. Diese Blagen. Ja, so ist es eben, ne? Aber ist, ich wollte nicht auch ohne mal Grund reingucken. Reimt sich Blagen auf Plagen. Ja. Ja, aber ich habe auch durchaus analog ein bisschen was gespielt. Wir auch zusammen und insofern können wir auch mal darüber reden. Womit wollen wir beginnen? Ja, was war denn so dein Highlight, würde ich mal sagen? Damit können wir doch mal anfangen. Mein Highlight? Ja. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich eigentlich nur die Tatsache, dass ich in der Lage war, ein Spiel zu spielen, was schon seit geraumer Zeit in meinem Regal schlummert und wartet, endlich mal gespielt zu werden. Wären wir direkt bei gespielt, können wir direkt mit einfließen lassen, dezent. Wir haben Schichtwechsel gespielt. Das habe ich, wann kam das raus? War das vorletzte Spiel oder war das letzte Spiel? Ich weiß schon gar nicht mehr, seit wann es im Regal steht bei mir. Vorletzte, glaube ich, ne? Ja, vorletzte. Also es wartet schon etwas länger darauf, endlich mal gespielt zu werden. Ja, okay, dann können wir ja gleich zu meinem Flop der Woche kommen, Schichtwechsel spielen. Ja, tut mir leid, von den Spielen, die ich gespielt habe, hat mich das am wenigsten überzeugt. Und das ist jetzt kein super schlechtes Spiel, aber naja, man verzettelt sich so ein bisschen, oder? Ja, Hast du das Gefühl, da Kohle abzubauen? Nein. Ja, ich finde auch, es ist okay. Ne, ist im besten Falle okay, es tut nicht weh, es bringt aber auch, also mir gibt es auch nicht wirklich viel. Das soll man sich auf ein T-Shirt drucken lassen. Im besten Falle okay. Ja. Ja. Teilweise gut, aber hauptsächlich schlecht. Sowas, war das genau. Der Spruch? Ich glaube, das war der Spruch. Ja, das war der. Nee. Den gibt es definitiv für T-Shirts. Habe ich letztens noch gesehen. Jedenfalls ist es an sich ein solides Spiel. Also das Spiel mechanisch kann man dem jetzt nicht vorwerfen, dass es nicht funktionieren würde. Aber es ist halt schon, ist schon irgendwie wenig und vor allen Dingen sehr abstrakt. Es ist ein Worker-Placer, um da euch Leute hier mitzunehmen, wo die Einsatzfelder auf Karten ausgelegt werden, damit man einfach variabler die Sache der Spielerzahl anpassen kann. Dann werden eben auch andere Aktionen dazugenommen. Muss man nichts auf dem Brett abdecken oder so, sondern legt einfach mehr Karten hin oder nimmt welche weg. Weiß ja nicht, ob dann nur dazukommt oder auch was ausgetauscht wird. Ich kenne Ja, ja nur die tatsächlich. eine Partie. Ne? Ja, es wird in der Dreispieler-Partie gibt es, glaube ich, normalerweise gibt es für eine Aktion, ich weiß nicht mehr, welches genau war, gibt es zwei einzelne Karten, dass man diese Aktion halt doppelt hat und jetzt da ist die halt zu einer zusammengefasst auf einer Karte. Ja, gut. Irgendwie so war das. Weil jetzt aber auch nicht, also generell, die Aktionen sind schon, es ist sehr wenig letztendlich, ne? Also im Grunde besorgst du dir Kohle und Abraum aus der Mine, aus dem Schacht, verlierst den in der ersten Stufe auf deine Zwischenstation sozusagen und von da aus dann in das jeweilig passende Endlager, wenn man so möchte, also einmal die Halde, einmal die Kokerei. Und bekommt aus der Kokerei die Kohle nachher wieder zurück und vertickt die für sehr viele Siegpunkte. Und im Grunde dreht sich alles darum, die Kokerei irgendwie voll zu kriegen, möglichst effizient. Das ist eigentlich so der Hauptmechanismus letztendlich, oder der Hauptfokus, dass man halt, man kann einmal pro Runde nur verkaufen. Man muss also schon im Idealfall wirklich fast jede Runde was verkaufen. In der ersten darf man sowieso nicht verkaufen, wird man wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber ab der zweiten Runde geht es eigentlich darum, dass man jedes Mal zwei Koks übrig hat, die man dann auch verticken kann. Jo. Das klingt komisch. Immer zweimal Koks kaufen, damit man einmal verticken kann. Genau, so muss Oder das so auch ähnlich. laufen. Ja, so Ja, etwa. Ja, aber dann bewegt man sich noch auf gewissen Leisten voran, wo man dann auch bei
Also erstmal gibt es dafür Punkte, je nachdem, welche Stufe man da erreicht. Dann gibt es immer noch so kleine Boni, wenn man gewisse Schwellen überschreitet oder auch auf der Mittelleiste generell, wenn man sich bewegt, gibt es dann immer eine besondere Aktion oder einen Ja, also Bonus oder genau. sonst was. Im Grunde ist es, wenn man so will, fast viermal mehr oder weniger das Gleiche. Ne, Die das ist einmal funktionieren anders, ja. Schienen, Wasserweg, Straße und die Schicht. Die Schicht ist nochmal ein bisschen anders, nicht von dem Ablauf, sondern da ist es nicht einfach nur ein anderes Symbol, sondern da ist es auch deutlich teurer, da voranzuschreiten und da werden ja auch Felder blockiert, wirklich, also dass man die nicht mitzählt. Also das ist ein bisschen trickreicher vielleicht, diese Leiste. Die ist auch definitiv die stärkste von denen, die anderen sind relativ beliebig. Braucht man halt, um seine Mine auszubauen quasi. Also die Häuser kann man damit platzieren und Fördertürme, die halt dann zusätzliche Aktionen bzw. Boni freischalten am Spielende. Ja, nichts, was man nicht schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen hätte und auch schon deutlich tiefgreifender und irgendwie mitreißender, möchte ich sagen. Ja, was ich da bemängeln möchte, ist ja, dass du keine festen Arbeiter hast. Du hast deinen einen Würfel in deiner Farbe und kriegst dann, je nachdem, wie du da so auf gewissen Punkten stehst, also je nachdem, ob du ein gewiss oder irgendwas in der Kokerei gerade hast, also in deinem persönlichen Feld, da konntest du, glaube ich, einen Arbeiter verlieren. Also man kriegt die als Ressourcen sozusagen, so allgemeine Arbeiterholzwürfel immer pro Runde und verteilt die dann. Das Problem, was ich da sehe, ist einfach, dass es verschiedene Kategorien gibt. Einige Aktionsfelder kann man eben nur mit dem farbigen Würfel machen und dann gibt es noch eine Mark, die man irgendwo bekommen kann durch besondere Aktionen, ich weiß gar nicht mehr woher, die dann auch als Einsatz, also als Arbeiter für ganz besondere Felder sind, zum Beispiel auch für dieses Mittelding, für die Schicht, da brauchtest du die, glaube ich, auch. Und das ist sowas von teuer, weil du so selten an sowas rankommst, Ja, dass man muss aber fairerweise dazu sagen, auf dem Mittelteil kopierst du fast immer noch eine andere Aktion mit. es ist ja egal, Also du aber kriegst du quasi hast zwei ja auch Aktionen für eine dafür dann letztendlich, ne? Punkte, wenn du ganz am Ende ankommst. Ich sehe nicht, wie das zu schaffen ist. Vor allem, warum es lohnend sein sollte. Weil wenn du wirklich alles daran setzt, nur in den Mittelteil da voranzukommen, dann machst du ja sonst kaum Ja, ist was. die einzige Leiste, die gibt also auch, wenn du hinten schon bist, gibt es trotzdem Punkte, wenn du weiter rückst. Also kannst theoretisch da Ich unendlich viele Punkte glaube holen auf nicht, der dass Leiste. das so ausholt zu dem, was du da für die Kohlen Nein, verkaufen das kriegst. sehe ich auch nicht unbedingt, aber das wäre natürlich theoretisch erstmal ein Gedanke. Ja, aber auf jeden Fall, ich Ja, habe. ich meine, man muss fairerweise sagen, wir haben eine Partie gespielt und vielleicht ist da natürlich taktisch noch wesentlich mehr drin. Also es ist vor allen Dingen wirklich ein sehr taktischer Gedanke. Wie du sagst, mit diesen Workern, die man bekommt, also diese weißen, diese wertlosesten Worker, da will man ja einfach möglichst viele haben, möglichst viele Sachen zumindest machen zu können. Und die kriegt man halt quasi sozusagen als Bestrafung, wenn man gute Sachen abgedeckt hat, kriegt man quasi als Strafe weniger Arbeiter. Also eine besonders gute Zwischenlorenstation, die halt sehr flexibel ist. Die hat halt so ein Symbol drauf und wenn die belegt ist, dann ist quasi so eine Strafe, dass man die benutzt hat, aber es nicht geschafft hat, sie rechtzeitig wieder freizuräumen. Deswegen verliert man halt einen Arbeiter. Ja, es wäre irgendwie wesentlich sinniger, wenn man das aktiv irgendwie freispielen. Also das ist ja eigentlich der normale Weg. Das fühlt sich auch irgendwie thematisch viel sinniger an, dass man irgendwie seine Mine vergrößert und einfach mehr Arbeiter anheuert und deswegen mehr zur Verfügung hat. Und nicht, dass man jetzt dieses Feld geschickt freigespielt lässt. Ja, du kannst einmal upgraden und einen extra Arbeiter als Income sozusagen Ja, okay, bekommen. gibt's auch. Ja, okay, ja. Aber das reicht ja nicht. Also es geht ja, das ändert nichts am generellen Problem, dass du einfach zu wenig machen kannst, weil man an diese besonderen zu selten rankommt und man nur einen farbigen hat. Da muss man sich halt dann entscheiden, wo man den einsetzt bei vielen. Und da fände ich halt sowas wie bei Hallertau deutlich sinnvoller, dass du halt sagst, der erste setzt einen drauf, der zweite dann zwei und dann muss man sich halt entscheiden, mache ich zwei Einser-Aktionen oder ist mir die eine so wichtig, dass ich da zwei draufsetze? Sowas eben wäre deutlich Ja, besser geworden, so, aber naja. generell, ich mag das, den Grundgedanken, dass du halt diese drei verschiedenen Arbeitertypen hast und Felder, die halt einmalig sind, die nur einer benutzen kann und Felder, also dass es nicht nur ein Notfeld gibt, sondern dass es Felder gibt, die prinzipiell diese Beschränkungen nicht haben. Finde ich einen ganz netten Gedanken. Funktioniert bei dem Spiel noch nicht so wirklich, dass es irgendeine, also dass das
das Spiel wird genauso funktionieren, im Grunde, wenn man es einfach ganz simpel lassen würde. Das ist keins von den Spielen, wo man so das Gefühl hat, ah ja, das Update hole ich mir jetzt noch, weil dann kann ich das Feld jetzt noch. Dann nehme ich ja das andere Feld so ungefähr. Also es fühlt sich so beliebig an, sage ich mal, die Aktionsfelder. Ich kann mich entsinnen, bei den meisten Worker-Placern ist es ja so, dass du hast dieses eine Feld, wo du sagst, okay, das ist einfach gut. Das will ich haben, wenn ich Startspieler bin. Und wenn ich das, ja gut, dann muss ich vielleicht da. Und da war es irgendwie gefühlt häufiger so, dass ich da stand und sagte, oh ja. Das. Ich gehe auf einen von den vier Leisten, also einen von den drei gleichen Leisten mehr oder weniger weiter. Ich nehme das Feld, das Feld, das Feld. Ist es egal. Also es kam nie so eine richtige Spannung. Es gab nur die eine Frage, wer wird Startspieler? Zum Weil Beispiel. die eine Bonuskarte, die man am Anfang kriegen kann, also kommt am Anfang auch jeder, darf sich ein Bonusteil aussuchen, das dann halt so ein Bonus gibt, wenn die Runde anfängt. Und da gibt es einen, den fanden wir, glaube ich, alle ganz geil, dass man einen Koks direkt aufs Verkaufen fällt quasi kriegt. Das fühlte sich auch eigentlich zumindest am Anfang sehr gut an. Im späteren Verlauf war es, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig, da hat sich auch keiner mehr so richtig drum geschert, Startspieler zu werden. Also, ihr seht, es ist alles in allem Empfehlung, wenn man es nicht hat, am besten lässt man es auch einfach liegen. Ja, das ist gut, das gute Schlusswort. Aber mich wundert, dass das jetzt dein Highlight war. Aber das Highlight war ja nicht das Spiel an sich, sondern nur, dass du es halt mal auf den Tisch gekriegt hast. Ja, genau. Das ist ja gut. Ja, dann können wir ja direkt an das anschließen, was ich seit langem mal wieder auf den Tisch bekommen habe und was vielleicht dein Flop der Woche oder der beiden Wochen ist, nämlich Korsaren der Karibik. Hat mich gefreut, dass ich dann einfach mal sagen konnte, so ja, zocken wir mal und es war auch gar nicht so lange, ne? Nee, es war sogar, ich erschrecken kurz, also ich hätte es Wir haben wesentlich eine länger vermutet. verkürzte Version Ja, okay. gespielt. Aber ich hätte gedacht, dass die verkürzte Version immer noch wesentlich länger dauert. Also das war nachher fast so, ich dachte, okay, das hätte man nicht unbedingt verkürzt spielen müssen. Das hätte jetzt, glaube Ja. ich, auch nicht viel Unterschied. Ich weiß nicht. Also, ich fand beide Spiele nicht überragend. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, welches von beiden, also jetzt Schichtwechsel oder Korsaren, haben mich beide nicht wirklich mitgenommen. Bei Korsaren habe ich ein ähnliches Problem. Das ist mir halt viel zu abstrakt an den entscheidenden Stellen. Also ich finde es leider sehr, sehr unthematisch, was ich schade finde, weil es eigentlich sehr thematisch sein möchte. Wir Aber dann. haben, glaube ich, keinen einzigen richtigen Kampf so Spieler gegen Spieler oder so gemacht. Der ist noch ein bisschen ausgefeilter. Ja, aber ich meine, das ist nicht überraschend, dass wir jetzt keine PvP-Spieler sind. Also bei dir Genau. weiß ich nicht, wie das. Du kannst das. Ich habe jetzt irgendwie bei Heidi und mir jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das ein Hauen und Stechen wird. Nee, ich habe mich auch zurückgehalten, ne? Also ich wollte ja auch nicht unbedingt auf die Piratenseite, aber man macht deutlich langsamer Punkte, wenn man halt nur Kauffahrer ist. Man macht viel Geld und wenn die Ich fand, anderen die haben einen nicht super überfallen, Schnellpunkte gemacht. ja gut, klar, wenn man halt die Gerüchte und so und die Aufträge da, die da ausliegen, erfüllt, habe ich halt nicht gemacht. Ja, aber auch Lag beim auch nicht auf meiner Verkaufen, Route. dass man, ne, ich meine, war jetzt natürlich dann im Zweifel auch ein bisschen Glück dabei. Ja, Heidi man hatte kriegt. tatsächlich beim Einkaufen zweimal richtig Glück, dass sie halt wirklich für drei kaufen konnte und direkt das, wo sie es als Siegpunkt verkaufen konnte, quasi nebenan lag. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück in dem Fall. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich finde den Ansatz von dem Spiel eigentlich ganz witzig. Also Setting gefällt mir gut und das, was man tut, auch die Wahl, Pirat oder nicht und so, alles sehr nett. Mir ist die Karte zu klein sozusagen. Also, dass du wirklich, die sind ja sehr rudimentär, diese Seefelder. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass du wirklich ein Hexfeld hast, wo du dich wirklich feingliedriger bewegen kannst und dann eventuell auch umschiffen kannst, wirklich und so. Dass du gezielter wirklich drauf aus sein kannst, dein Schiff zu upgraden. Dass du halt nicht sagst, ich habe da mehr oder weniger marginale Verbesserungen, die ich dann auch noch zufällig da ziehe und dann will ich die haben oder auch nicht. Also da hätte ich mir eher so eine Art Rollenspielsystem gewünscht, dass das Schiff halt einfach viel, viel mehr im Fokus ist, was es kann, was man upgraden kann. Das wäre wahrscheinlich dann noch ein wesentlich längeres Spiel im Zweifel, aber das hätte mich irgendwie in dem Moment mehr geflasht. So Du war es kannst halt. dein Schiff aber auch insofern upgraden, dass du einfach ein neues Schiff kaufst, das dann andere Werte hat. Ja, das ist auch nett. Das ist auch ein Ne? netter Gedanke, aber das war echt so.
Ja, weiß ich nicht. Ja, gut, ich bin voll bei dir mit den Upgrades. Da gibt es halt pro Hafen zufällig eins. Und wenn das weggebaut wurde von jemandem, dann ist das auch erstmal weg, bis das irgendwie, weil das Schiff von dem sinkt, wieder frei wird. Und dann werden die wieder auf die Häfen verteilt. Also, dass man wirklich in den Hafen einlaufen kann und sagen, jetzt will ich aber bessere Segel haben, weil ich will auf Wendigkeit gehen und so. Wird mir auch heute deutlich besser gefallen. Es Ja, wenn ist es diese sehr Wendigkeit vielleicht auch noch zufällig. mehr, wenn die sich auch noch mehr auswirken würde, dass du wirklich, ne, am Hexfeld, das ist ein Spiel, das schreit nach einem Hexfeld, auf dem du dich wirklich bewegst und damit Manövrierfähigkeit dann auch mehr Bewegungspunkte vielleicht hast oder so. Wo du halt wirklich einen merkbaren Unterschied hast an den Schiffen. Ja, würde mir auch gefallen, so eine Art Spiel, aber da musst du schon sehr viel verändern. Ich gehe jetzt erstmal so wie so kleine Veränderungen, die das Spiel, so wie es ist, ein bisschen besser machen würden. Das meine ich dann. Also, dass man sich dann quasi im Hafen aussuchen kann, welche Verbesserungen man da einbauen lassen möchte. Vielleicht kann man auch sagen, ja gut, vielleicht kann man es umgedreht machen und sagen, in das, was da liegt, bleibt da auch liegen. Aber das ist dann nicht verfügbar in diesem Hafen, dass die Das das wäre nicht natürlich auch eine bauen können oder Variante, ja. so, ne? Das wäre dann auf jeden Fall noch mal so ein bisschen anders. Dann müsste man sich selber Marker drucken. Oder vielleicht, dass du sagst, hier, du, das ist halt die Spezialisierung, die dieser Hafen hat. Oder Dass du halt so. sagst, weiß ich nicht, Kanonen Stufe 5 kannst du nur da kaufen. Oder was weiß ich. Genau, Irgendwie also sowas. solche Dinge, ja, also es hat so seine Schwächen und es ist, ich finde es einfach vom Thema her so schön, vom Ansatz her, dass man halt rechtschaffend sein kann oder eben Pirat. Und es ist halt auch sehr witzig, wenn halt unterschiedliche Fraktionen sozusagen in der Spielerschaft entstehen. Also einige wollen halt Piraten werden und dann andere wollen Kauffahrer sein. Die können ja immer noch die Piraten dann jagen für Kopfgeld. Das ist ja Ja, dann keine schändliche Tat. Du bleibst ja dann genau. unbescholten, wenn du Piraten Ich meine, angreifst. ich muss sagen, das ist, jetzt zwei Sachen fallen mir gerade noch ein. Das eine, es ist ein sehr einschüchterndes Spiel, wenn man es erstmal so erzählt bekommt. Also, ich habe da echt am Anfang gesessen, Heidi hat mich gefragt, hast du das schon mal gespielt? Die hast du wahrscheinlich schon so Angst, so, ja toll, wie jetzt die Einzige, die noch nicht gespielt hat, gerade null checke, was du da erzählst. Und gesagt hab, nein, ich verstehe auch kein Wort. Weil du halt in dem Moment. Es ist jetzt nicht so, dass es super kompliziert ist, aber es ist natürlich schon mit den, ne, verschiedenen Seefahrernationen und dann, wann kommt jetzt wie welches Schiff und die Übersichtskarte ist gut, aber sie ist halt sehr voll. Da sind halt sehr viele Sachen erklärt, die vielleicht auch nicht unbedingt hätten erklärt werden müssen, aber im ersten Moment als Spieler, als Neuling, du weißt ja gar nicht, was jetzt davon wichtig ist, was nicht. Und da Ja. ist erstmal so eine Doppelseite DIN 30 mal A4. 30 Cent, nee, 30 mal 30, also wirklich Ach, Spieleschachtelgröße. ja, Ne? stimmt, jetzt nur noch, denkst du echt so. Okay, hier gibt es eine Menge Zeug, ne? Da stellt er fest, ja, okay, vieles davon ist halt sehr speziell für spezielle Situationen oder so, ne? Das Spiel selber ist schon eher erstmal fluffig. Das andere ist, wo ich fluffig, also fluffig ist es bis zu dem Punkt, wo einer zweimal hintereinander Hafenaktion macht. Wobei wir nicht ganz sicher sind, ob das wirklich erlaubt ist, Ja, aber es ist egal, lass es einmal sein und dann wirklich aber auch die Hafenaktion auskosten. Ich finde, genau. eine sinnvolle Änderung wäre vielleicht einfach, dass man sagt, eine Hafenaktion, also das sind die verfügbaren Hafenaktionen und jede dieser Aktionen ist halt eine Aktion. Dass du Dann halt wird sagst. man mitunter sehr lange im Hafen sein und der andere umrundet. Aber vielleicht ist das so ein Ausgleich. Ja, ich meine, es Aber ist halt, wenn dein Schiff upgraden lassen, Waren kaufen, Mannschaft anheuern, in der Zeit kann er halt mal drei Felder segeln. Also das sehe ich schon irgendwie den zeitlichen Verlauf, ne? das kannst du alles in ein paar Tagen erledigen und so eine Segeltour über die Karibik dauert mitunter dann doch ein bisschen länger. Ich ehrlicherweise bin ich da raus. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, die Karibik im Schiff zu durchqueren. Auf der Karte sieht die Karibik jetzt nicht besonders groß aus. Aber das ist natürlich gemessen Mit Segelschiffen dauert das aber durchaus an ruhig ein würde sagen, paar gemessen. Tage, wenn nicht Also. ja Wochen, aber das hängt halt auch davon ab, ob du jetzt nur von Insel zu Insel willst oder halt wirklich von einer Ecke in die andere. Hängt ja auch immer davon ab, wie die Winde sind und so weiter. Wenn Also. ich mich mit meiner, wenn ich sage, Garmin, ab in Heli, ich will zum Beach, ich habe Hunger, dann bin ich immer ratzfatz von einem Ende beim nächsten Ende. Ja, damals hat das ein bisschen gedauert. Ja, war eine schöne Sache, aber gut, das wird jetzt wahrscheinlich wieder für ein paar Jahre im Schrank verschwinden. Es sei denn, ich finde noch mal so ein paar Opfer, die das mit mir spielen. Ja, aber
Aber nett von dir, dass du uns, dass du dich so zurückgehalten hast, dass du quasi weit abgeschlagen keinen Ich Punkt habe hattest. keinen einzigen Punkt gemacht, genau. Stimmt, hast du Vielleicht, gar keinen gemacht? nee, ich habe ja kein einziges Gerücht erfüllt, keinen Auftrag angenommen. Ich hatte nicht genug Zeit. Ich habe sehr viel Geld gemacht. Gut, klar, ich hätte Punkte in Form von Geld. Aber ich bin ja nicht mal dazu gekommen, in meinen Heimathafen zurückzukehren, um das ganze Geld dann auch in die Truhe zu packen. Ne? Deswegen. Das ist halt dann so eine Sache. Aber gut, man muss halt auch checken. Wenn man sieht, einer hat die viele Punkte, kann man den ja auch versenken. So. Ne? So muss man spielen. So muss das Spiel gespielt werden. Ja, aber selbst dazu bin ich ja einfach nicht mehr gekommen. Vielleicht hätte ich es ja noch mal drauf ankommen lassen. Ja, aber um das Spiel kennenzulernen, hat diese kurze Partie, denke ich mal, auch gereicht. Wir haben so ziemlich alle Aktionen gemacht, bis eben auf Spieler gegen Spieler oder eben diese Plastikschiffe, die auch auf dem Brett sind, die würden genauso wie Spieler gegen dich kämpfen, mit einem aufwendigeren Kampf, auch mitunter über mehrere Runden, wo dann auch das Schiff, da also auch dein Schiff versenkt werden kann und dann bist du halt weg. Eigentlich das nicht einmal gemacht? Nein, Nee, wir haben. das war nur im Zuge einer Auftragskarte, dass du irgendwie was, ein Wortkampf oder so, irgendwie was in der Art war da, ne? Das war ein Bordkampf an Land. Also quasi da Ein wurde einfach Wortkampf. da wurde Ja. einfach so ein Eingeborenenstamm überfallen, beziehungsweise wurden die Siedler beschützt vor denen. Und das war halt ein Kampf mit der Mannschaft. Ja, aber das normalerweise würde man halt erstmal natürlich sich mit Kanonen beschießen, dann versuchen, wenn man entweder versucht, einer zu fliehen, was halt nur der normale Hergang ist, weil wenn einer vom Piraten überfallen wird, dann muss man halt dem wegsegeln mit einer gelungenen Probe. Ansonsten kann der andere halt versuchen, näher zu kommen und das Schiff zu entern. Und wenn er halt schafft, die Mannschaft zu besiegen, dann bist du halt weg auch. Und dann hat der dein Schiff und der kann das auch übernehmen mit Ladung und allem. Also so, wie es halt ist. Man muss halt sein Altes aufgeben. Das ist jetzt nicht ganz so realistisch, aber der Spielmechanik geschuldet. Aber dann, das sind lustige Momente, wenn man halt volle Ladung hat und dann, ja, jetzt Ja. schippe ich mal zum Hafen und verkaufe das alles. Und du fängst von vorne an, sozusagen, mit irgendwo mit einem Da neuen kommt Kapitel. Freude auf. Ja, wie gesagt, gesavedes Geld in der Truhe ist ja sicher. Dafür macht man das ja. Ja, aber da ist ein Ich habe bisschen mein mehr Geld mal eben reinsteckt. gequicksaved. Ja, so in etwa. Gut, dass es nicht so geht. Also sonst, klar, du könntest ja jederzeit Geld reinschmeißen, denn man muss schon im Heimathafen sein. Aber gut, wir reden viel zu lange über ein sehr, sehr altes Spiel, obwohl so alt ist es auch nicht, von 2008 meine ich, genau. Aber für kann man noch mal zocken, eigentlich noch zu jung. Genau, deswegen habe ich das da auch leider nicht nehmen können. Ja, aber dann machen wir doch erstmal eine kurze Pause und reden dann darüber, was man noch mal zocken kann. So, da sind wir wieder, zurück aus der Werbepause. Ja, wir wollten jetzt darüber reden, was du vorschlagen willst, was man noch mal zocken könnte. Ich bin Ja. gespannt. Langsam wird's eng. Ja, wobei ich tatsächlich noch einen echten Knaller ausgepackt habe. Aha. Thematisch passend zu einem Vorschlag, den ich schon mal unterbreitet hatte, der war noch ein bisschen abgefahren, ne? Das ist relativ naheliegend eigentlich. Dann sind Sie vielleicht, dass ich irgendwann mal das Star Trek Next Generation Trading Card Game in den Raum geschmissen habe. Ich sitze hier quasi inmitten meiner Magic-Karten Du und willst Magic noch mal zocken? ich würde echt mal wieder gern Magic spielen. Also so Oldschool Magic, so das Magic, was ich kenne. Also ich habe nicht, dass ich sagen will, dass das Spiel damals besser, schlechter, was auch immer war, aber das kenne ich wenigstens. Ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit angefangen, jetzt nicht als Main Hobby, sondern einfach nur so sporadisch, wenn es gerade vorgeschlagen wurde. Da gibt es Kanäle, die halt tatsächlich so klassische Magic-Sachen zeigen. Also nur Beta-Decks, nur bis Ice Age-Decks, also so, ne? Wirklich so Karten, Ace Age. die man heute wahrscheinlich nie wieder sehen würde, wenn man jetzt gerade Magic-Spieler ist, aber wo ich halt sofort so nostalgische Gefühle bekomme und mir so denke, jo, genau, ja, Nekropotenz-Deck habe ich auch mal gespielt. War Ice Age eigentlich das erste thematische Set? Ja, nein, Das boah, erste war zumindest, was ich gespielt oder geholt. Mirage, Oder ist es mir damit nicht Visions. aufgefallen? Also ich habe ja durchaus relativ früh angefangen mit Magic, damals als die Karten noch alle auf Englisch waren und so. Und im Spieleladen unseres Vertrauens bei einem mittlerweile sehr bekannten Verleger.
Ja. Genau, ne, Wir haben da eine History. ja, auf jeden Fall, da hat es angefangen. Und zumindest war für mich Ice Age so das erste thematische, was Ich ich so glaube. gemerkt habe als thematisch, weil da hat es ja auch in den Karten angesehen, gab es verschneite Länder und so Ja. Eiskreaturen und so. Jetzt hast du mich. Tatsächlich ist es so, dass Ice Age aber noch nicht als Block, glaube ich, konzipiert war. Nö, das, Weil also sonst. später ist es, also ist, glaube ich, immer noch so, aber es war dann irgendwann das System, dass du halt immer so drei Erweiterungen zusammen haben, einen Block gebildet. Eine große Erweiterung, zwei kleinere Erweiterungen, die auch Das alle ist ein drei thematisch dasselbe. Grundspiel, das erste. Nee. Das ist eine Erweiterung. Doch. Nee, das ist dann, es gibt ja auch noch Ich die meine, da waren. Grundedition, zehnte Ja, du, Edition ist, oder ja, so. okay, es zählt vielleicht, aber wenn du das erste Pack geholt hast, gab es wie ein Deck. Größe, dass da auch Länder mit bei waren und so, also dass du Du da auch. kannst auch Starters dann, also du kannst auch nur Booster Packs holen. Ja, Aber klar, aber es das ist gab halt der Starter. Standalone, die Standalone-Erweiterung sozusagen. Ne? Das ist die Erweiterung, ja. Das ist quasi die leitet den Block dann ein und dann gibt es zu diesem Block nochmal zwei extra Erweiterungen. Genau. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie gesagt, ich bin bei Modern Magic ziemlich raus. Damals war es so, dass, also ich glaube mittlerweile, also damals hieß es Typ 1, Typ 2. Ich glaube, mittlerweile ist es irgendwie modern und vintage oder so, keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile gibt es so 20 verschiedene Kategorien. Ja, aber das ist so die beiden Hauptdinger quasi. Spiel alles gegen letzter großer Block plus Basisset. Also weiß ich nicht, was jetzt auch immer jetzt gerade 422. Edition und. Ich habe gesehen, Ice Age haben sie zwischendurch tatsächlich mal neu aufgelegt, weil sie nämlich auch festgestellt haben, dass Ice Age gar kein Block war, sondern halt eigentlich nur die eine Standalone-Erweiterung hatte und keine Zusatzerweiterung. Deswegen haben sie da Ja. nochmal einen richtigen Block draus gemacht. Ich bin mir jetzt gerade aber zeitlich nicht mehr sicher. Das erste, was mir wenn ich jetzt gefragt hätte, ich gedacht, dass Visions, Mirage und was, Weatherlight? Ich bin ja nicht so firm mit den alten Bezeichnungen. Die drei haben einen Block, also mindestens Visions und Mirage, da bin ich mir sicher, dass sie einen Block gebildet haben. Da hat man nämlich Cadaverous Bloom Decks mitbauen können. Das fand ich auch sehr geil damals. Das war so das erste echte Combo-Deck, was so, also abgesehen von Channel Fireball oder so ein Krempel. Ja, ihr seht, also von so Magic rede ich. Das Blöde ist, am Ja. geilsten fände ich ja dann persönlich so ein Constructed-Format. Nicht Constructed, ein Booster Draft meine ich. Das war halt dann, ne? Problem ist, wirst du mit den Karten nicht machen können, weil selbst die Schrottbooster von damals, hier so Homelands und so, sind heutzutage absurd teuer und unbezahlbar. Ne? Wobei, ja komm, wir machen Be Beta Booster Draft. Ohne Hüllen. Was Und kostet da danach jetzt ein verbrennen wir einzelner? die Karten. Ja, sicher. Gebe ich meinem Sohn in die Hand, der schneidet gerade gern solche Sachen klein. Ah, guck mal, ein Lotus. Ach, guck mal, der war sogar centered gedruckt. Schade eigentlich. Ja, tatsächlich eine gute Idee, mal wieder altes Magic zu spielen mit den Karten. Ich habe ja auch noch ein paar hier liegen. Könnte man tatsächlich mal wieder machen. Aber dann nicht nur mit den alten Karten, oder? Also quasi, also aber nicht dass alle Karten 20 Jahre alt sein müssen. Das nicht. Meinetwegen auch das gerne. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein vernünftiges Deck mit zusammenkriegen würde. Ich wüsste nämlich nicht, ich glaube, ich habe gar keine Karten, die weniger alt sind. Ja gut, weiß ich, stimmt, als ich noch einen großen, aber ich habe irgendwann später, als mein Sohn auch so mal so eine kleine Magic-Phase hatte, da habe ich auch noch mal Karten gekauft. Also habe ich durchaus noch welche, die vielleicht auch nur 6 Jahre alt sind oder so oder 10 um den Dreh. Nee. Also ich habe die neuesten, habe ich auch nicht mehr viele von. Die ich habe, müsste so Nemesis oder irgendwie sowas in der Art Boah, sein. Und das müsste so weit zurück. 2002 oder so um den Dreh sein. Ja, kann hinkommen. Ja gut, bau dir ein Deck und komm vorbei. Ich schau mal, was ich hier noch so habe. Wahrscheinlich Ne? wirst du mich niedermachen, aber ja. Ja, ich muss einfach sagen, ich finde bis heute. Wenn es wirklich um Duellspiel geht, wird mir im Kartenspielbereich auch nicht viel vergleichbar Gutes einfallen. Ja, A also Magic ist gut. schon echt gutes Spiel, muss man einfach so sehen, ne?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich kenne ehrlich gesagt auch jetzt im Detail nicht die ganzen anderen Sammelkartenspiele, sowas wie Yu-Gi-Oh! Na klar, ich habe Karten davon gesehen, in der Hand gehabt und so weiter, aber mich nie da näher mit befasst, inwieweit jetzt das Ja, und taktisch besser oder schlechter wäre. ich kenne ein paar andere Trading Card Spiele aus der Zeit, Star Trek Next Generation, Classic, hier TOS, The Original Series, Akte X habe ich noch, Dafür Star gab es mal Wars ein habe ich Trading. noch, ja. Wow. Akte X hatte so ein bisschen so einen Cluedo-Mechanismus. Es war das Alien in der Area 51 mit der Laserpistole. So, so. Böses Alien. Sehe gerade. Hier ist die Anleitung von Akte X. Wow. Next Generation. Ich habe Deep Space Nine Trading Card Spiel gehabt. Das war wahrscheinlich eine Standalone-Erweiterung dann von dem anderen. Kann man sehen. Reiner Zufall, dass die hier gerade rumfliegen. Wie gesagt, ich habe letztens sortiert und da waren die Sachen halt mit dabei, logischerweise. Nee, aber ich habe jetzt auch so mit alles an Kartenspielen, das mir so in den Sinn kommt. Also auch Cthulhu Realms fand ich, kam da einigermaßen ran. Ist aber halt dann doch was anderes, weil Ja, dadurch, dass natürlich. sag ich mal, nur so einen relativ kleinen Deckbilder hast, ist natürlich der Deckbau-Aspekt von Magic ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, wenn du mittlerweile ist ja nochmal komplett abgefahren mit, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Karten es mittlerweile gibt. Ja, eben. Und auch noch ganz viele neue Mechaniken, die da halt zugekommen sind. Und ja, also ich hätte da auch keinen Überblick. Na, deswegen machen die auch aus gutem Grund halt die Regel, dass du nur die letzten Sachen verwenden darfst. Macht die Sache etwas fairer, spielt natürlich gut Geld in die Kassen. Ne, klar, wenn irgendwie alles outgedatet wird ständig. Ja, aber gut. So, just Ja, for fun, gerne mal. ich meine, es gibt ja noch dieses Vintage-Format, aber ich glaube, das ist also, das heute anzufangen, ist ja auch absurd. Genau. So viel Geld habe ich halt nicht. Ich glaube, Ja. ganz ehrlich, niemand hat's, also nicht wörtlich Es niemand, aber im Grunde hat niemand Geld dafür, wenn du nichts davon hast bis dahin. meine, statt sich Twitter zu kaufen, hätte er auch fett in Magic einsteigen können, Ja, ohne klar, ne? Ich Klamotten. meine, es gibt Leute, die können sich die Power 9 mal eben so aus dem Stegreif Rated 10 kaufen. Ja. Ja, also ich habe aber auch noch andere Spiele gespielt, muss ich an der Stelle Ach, du hast noch sagen. andere Spiele gespielt. Was soll denn da noch kommen? Ja, so viel Großartigeres, ja doch schon, natürlich. Spirit Island habe ich wieder gespielt. Ich habe Das soll mal wieder. besser sein als. Sieh mal an, ja, das ist auf jeden Fall besser. Ich Ich, habe als den Namen schon alles, wieder was heute auch vergessen. nur erwähnt wurde, auch als Magic. So, ich habe mal Sternlichtsucht Gestalt gespielt, also den Geist, der sozusagen komplett undefiniert ist, sage ich mal so. Der hat ja ganz viele verschiedene Mini-Leisten, die er dann so freischaltet und damit dann auch neue Fähigkeiten. Und je nachdem, was er so für Elemente kriegt, also der hat so quasi zu allen Elementen da auch so permanente Fähigkeiten am Rand, aber er kann natürlich niemals alles erfüllen. Aber von Partie zu Partie kann man ihn immer anders entwickeln und den Gegebenheiten anpassen. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Ist natürlich nicht so leicht zu spielen, aber hat mich schon überzeugt. Und dann habe ich tatsächlich mal zweite Welle, das Szenario ausprobiert. Also wo quasi du spielst erst eine Partie und dann kommen die Invasoren nochmal zurück nach einer Zeit. Du nimmst einen anderen Geist und leichte Veränderungen gibt es zum Startaufbau. Ne, Das aber Columbo-Syndrom, ja, da wäre noch was. Nichts da wäre noch Wichtiges. was. Genau. Dann kommt er halt wieder und je nachdem, wie es ausgegangen ist, ist dann halt auch stärker oder gleich stark und so weiter. Also interessante Sache. Vor allem habe ich dann noch mal den Geist gespielt, den du letztens gehabt hast, das trotzende Felsgestein oder so. Ich glaube, der heißt so. Auf jeden Fall diesen Felsengeist. Der ist ja sowas von imbar. Also Ja, der ist schon cool. den muss man dabei haben, so. Also in Defensiv macht ihm keiner was vor. Nicht mal hier dieses Grundspiel, also Nee, dieser der war schon echt, Lebenskraft der Erde. der war schon echt gut. Also er verteidigt ja nicht mal in dem Sinne. Er sorgt ja einfach nur dafür, dass die Ödnis
nicht so viel Schaden verursacht bei den Geistern, also keine Präsenzen vernichtet. Das reicht ja eigentlich auch schon. Denn er kann ja auch Ödnis wieder vom Brett packen. Der ist Das. so ein kompletter Control. Es ist für Control-Freunde. Ne? Genau. Also der hält die Sache chillig. Damit, also der hat quasi in der Hat der nicht zweiten auch Welle die Fähigkeit, dass den der Schaden zurückwerfen so eine kann. Wand quasi bildet und die. Bei Action-Rollenspielen würde man so einen Dorn-Effekt, ne, dass sie sich halt quasi selber daran Ja, zermalen. die Hälfte ihres eigenen Schadens wirft er, obwohl ich glaube, der, wenn du, hängt auch von den Symbolen ab, von den Elementsymbolen. Wenn du ganz viele Genau. hast, kann der auch voll den Schaden zurückwerfen, aber Hälfte reicht ja meist schon. Ich würde sagen, allein, So. dass der Schaden wieder zurückreflektiert, dann hast, bis zumindest macht er mal Schaden mit dabei dann noch. Ne? Ja, eben. Ne? Also der hat eine ganz interessante Strategie. Also wie gesagt, er hat es deutlich leichter gehabt in der zweiten Welle als der andere in der ersten. Und ja, gut. Der erste, der ist auch so ein bisschen davon abhängig, was er so für Fähigkeiten zieht. Ne? Der Je nachdem. Skillfluide. Ja, genau. Aber der kann auch viel ziehen. Der hat auch eigene Kartenfähigkeiten, die dann sagen, zieh hier 6, behalte 2 und Ich muss sowas. Ne? sagen, Also. das waren die beiden, die mich am meisten angelacht hatten bei unserer letzten Partie. Ja, gesagt, irgendwie, das eine klingt ziemlich gut, das andere klingt einfach total spannend. So mal einfach gucken, was man so draus machen kann. Ne? Ja, also ich habe es natürlich als Vorbereitung gewählt für weitere Let's Plays, um das ja schon mal zu sagen. Aber momentan schneide ich immer noch an dieser Viticulture-Partie. Tatsächlich komme ich nicht so wahnsinnig schnell voran, denn ich muss unglaublich viele Überlegepausen rausschneiden bei Viticulture. Denn sonst wird das zu langweilig beim Zugucken. Ich meine, es ist ja schon keine super spannende Sache, solche Solo-Let's Plays. Aber dann muss ja nicht noch mal alle 2 Minuten dann eine Minute Standbild sein, weil ich irgendwie wieder in Grübelstarre verfallen bin. Die Frage, Das, ist das Bild eingefroren oder überlegt er immer noch? ja, so in etwa. Das, klar, das ist sehr verkopft und man muss ja viel überlegen. Deswegen. Und ich mache dann nicht immer die Kamera aus. Sollte ich vielleicht. Ja, Aber ich meine, als der ich Profi anfange, spielt wenn das ich, halt ohne das ist, Überlegungspausen einfach durch, ne? Aber. genau, wenn ich anfange zu überlegen, ist mir ja noch nicht bewusst, wie lange das im Endeffekt dauern wird. Das ist ja Ja, das das ist immer das Problem. Problem. Ja, klar. Kenne ich. Und deswegen, also klar, da muss man halt ein bisschen mehr nacharbeiten. Wie gesagt, wird sich zeigen, ob es nur ein angespielt wird oder generell ein komplettes Let's Play. Und ich überlege auch, ob ich dann nochmal ein anderes Format ausprobiere bei Let's Plays, die ein bisschen mehr, also ein bisschen schneller sind und kommentierter sind, wo ich halt Sprünge mache und dann einfach nur zusammenfasse, so, jetzt habe ich mich entschieden, wir machen das, das, das und das. Und so ist das dann ausgegangen und dann sehen wir jetzt mal weiter hier so. Dass halt ein bisschen schneller die ganze Sache abläuft. Mehr Schnitte drin und so. Aber gut, dann ist die Mit Jump Nachvollziehbarkeit Cuts? natürlich so in etwa, genau. Dann ist die Nachvollziehbarkeit nicht ganz so gegeben. Aber mal testen. Ja, ansonsten habe ich natürlich noch im Garten gespielt. Also beziehungsweise vorne vor der Haustür, so in der Terrasse, mit dem Das ist ein Gartenfeeling. Spiel. Und ja, so in etwa. Ich, Das ist auch das ein ist geil. Spiel an Wenn ich sich. mal ein Spiel erfinde, dann wird das heißen im Garten, also vor der Haustür. Genau. Die kürzeste Jenga-Partie meines Lebens, das war auch schon mal sehr genial. Also wir hatten gerade so aufgebaut. Ich habe den ersten Stein genommen und oben drauf gelegt. Mein Mann Sein. setzt sich hin, nimmt sein Bier. Dadurch kriegt der Tisch quasi eine andere Gewuchtung, kippt so leicht zur Seite und der gesamte Turm kippt um. Er hat nicht mal angefasst. Und ja, dann haben wir halt Karten gespielt. Tatsächlich haben wir dann so klassisch Knack, Mau Mau und sowas mal gezockt, so dann auch noch mit meinem Sohn zusammen. Knack ist auch ein Ja. lustiges Spiel. Ja, es ist sicherlich so. Ist sehr unterhaltsam, klar, wenn man auch Also auf ein jeden Fall bisschen Bier deutlich getrunken spannenderes hat. Format als Mau Mau. Ja, ne, aber irgendwann nach der 30. Runde hat man dann auch den Ja. Kaffee aufgehabt und wollte was anderes zocken. Und ja, so mal so klassische Kartenspiele, wie man es halt früher so gekannt hat, war auch Ich mal habe jetzt schön, auch aber ist auch falsch nichts für gespielt, immer. fällt mir gerade ein. Was? Knack spielt man ja eigentlich so, jeder hat 3 Goldbarren vor sich liegen und wenn die weg sind, hat man verloren. Ne? Also haben wir das in der Schule immer gespielt. 3 Goldbarren? Ja. Das ist ja Du drei meinst, Leben.
Nee, 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 wir haben ohne Leben gespielt. Wir haben einfach nur von Partie entscheiden, wer gewonnen hat. So. Und dann, Ja, gut, wir haben dann auch ist Norm auch natürlich nicht aufgeschrieben. Ja, der Gag weg. der Gag weg. Gag Gag weg. weg. Von, ja, was haben wir noch gespielt? Zeitalter des Krieges haben wir auch gespielt. So ein Würfelspiel. Ne, diesem, wenn man so will, Jazzi-Mechanismus. Ge Prinzip genauso wie hier ältere Zeichen. Nur eben nur das Würfeln. Also du erinnerst dich vielleicht, hast bestimmt auch mal gespielt, du musst halt, Ältere Zeichen habe ich mal gespielt, ja. ja, ein Zeitalter des Krieges nie. Sagt mir Da leider liegen halt so, nichts. ein, es ist halt in Japan, zeitkriegerische Staaten, du eroberst quasi Burgen, indem du wie bei ältere Zeichen nach und nach Doch, 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 ja, einzelne haben wir Reihen gespielt. Ja, erfüllst, und wenn du halt ein Set voll hast, ist das safe, ansonsten kannst du halt noch die Burgen vom Gegner abjagen. Ja, ist halt jetzt, wo du es sagst, es reines ist natürlich Glück, ja. sofort wieder präsent. Ist halt als kurzweiliges Würfelspiel ganz nett. Ne, und Japan-Thema zieht natürlich dann hier besonders gut. Insofern, ne, also, aber das war sozusagen so der seichte Ausklang. Hast du Ja, Angst vor Wortspielen? Japanische. japanische Angst. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Ansonsten, ja, Pile of Shame ist natürlich noch so eine Sache, über die wir eigentlich reden wollten, ne? Aber hast du da Aber eigentlich was? ich habe einen Pile of Shame. Ich Der ist habe auch tatsächlich wirklich. überlegt, ob ich den hinter mir aufbauen soll für das Video. Aber dann Hab hast dann du fest. Angst gehabt, dass du davon erschlagen wirst. Dann hat, nee, habe ich festgestellt, das Zeug um mich rum steht ja gerade nicht ohne Grund hier. Wenn es einen sinnvollen Ort hätte, wo es gelagert werden würde, würdest du nicht die Videooptik ruinieren. Ja, hat so ein bisschen Kelleroptik so gerade. Aber Ja, ist halt, ich fühle mich wohl. Ich bin in Lego quasi gebettet. Beziehungsweise Klemmbausteine, weil es eigentlich gar kein Lego ist. ja, genau. Ich habe mir letztens noch mal, bin ich so, hat mein Mann mich in einen neuen Laden geschleift und auch mal nicht an meinem Lego-Regal vorbeigegangen. Und tatsächlich, lackgesoffen teuer gibt so langsam Sinn. Also Ja, gab, aber es war schon immer teuer, aber es aber jetzt mittlerweile. ist, aber jetzt hat Ne? jetzt der gute Lack mit Jetzt der Lösemitteln, darfst du so gute. gar nicht mehr kaufen. Ja, hat mich aber auch überrascht. Die hatten da auch tatsächlich Flügelschlag zum Beispiel, also so richtige Spiele. Auch Hogwarts Okay. hier Battle. Also Kampf um Hogwarts, dieses Ja, okay. Harry Potter-Ding. Es ist Ne? das ist schon ein ernsthaftes Spiel. Ja, für dafür, dass es eben kein Spieleladen, sondern eigentlich ein, was ist denn da, Drogeriemarkt eigentlich. Okay, Ne? das Also. ist überraschend. Ich sage jetzt nicht wo, aber ne, muss man ja keine unnötige Werbung machen. Aber es war jetzt auch kein großer Wurf. Hat mich halt nur überrascht. Oh, da gibt es jetzt auch ein paar Spiele, die jetzt nicht nur Spiel des Ja, da will Jahres ich auch sind drüber, und da will ich auch Monopoly. drüber stolpern, ne? Insofern alles ganz gut. Ja, mein Pile of Shame ist tatsächlich gar nicht so groß, habe ich festgestellt. Ist immer noch Tsukuyomi zum Beispiel. Hier Terramara. Bitumen. Ah ja, das hast du ja Magna schon mal gespielt Storm. zumindest, ne? Ja, Bitoku ist so ein kleiner Pile of Shame, weil ich es noch nicht mein eigenes gespielt habe, aber zumindest habe ich das Spiel schon mal gespielt. Insofern, bloß weil ich es mir dann in die Sammlung gestellt habe, ist ja okay. Ne, aber er ist gar nicht so groß. Aber wenn ein Spiel schon mehrere Jahre im Regal steht und vielleicht noch eingeschweißt ist, ist das kein gutes Zeichen so. Nicht unbedingt, ne? Ne? Mein Schirm ist im Moment auch nicht mehr so groß, habe ich festgestellt. Ja, Also Spiel die, kommt ja das. bald wieder. Okay. Das namhafteste ist sicherlich Revive, ne, Verdammt, vom letzten ja. Spiel. Das Ja, wir müssen das langsam mal zocken. wollte ich auch definitiv demnächst mal zocken. Ich wollte halt Anno 1800 zwischenschieben, weil das definitiv fluffiger ist, zu erklären und zu spielen. Aber halt ein anderes Und Spiel mit Segelschiffen gespielt. da habe ich tatsächlich auch durchaus Hoffnung. Also mit mir hat das von der Anleitung erstmal ganz gut gefallen. Citastato. Mein letztes Spiel auch, das war das geöffnete Vorführexemplar, was ich da relativ günstig abgegriffen Ach ja, hatte. das, ja, ich erinnere Es mich. ist ein ziemlich abstrakt, ist ein ziemlich, also scheint ein ziemlich verkopftes Würfel-, Nehm- und Platzierspiel zu sein. Also auch so, du brauchst verschiedenfarbige Würfel für verschiedene Aktionen und ist so ein bisschen Backbuilding mit dabei. Eher für den trockenen Abgang. Ja. Klingt nach Spaß.
Ja, aber ich glaube, das ist so, dass der Mechanikfreunde schnalzen mit der Zunge. Was sage ich noch? Ja, genau. Merchant of Venus. Das Wobei, das hast du ist so noch ein nie Spiel. gespielt. Das hast du schon mal zumindest mit dir selber gespielt, oder? Ich spiele hin und wieder mit mir selber. Merchant of Venus zumindest. Ja, tatsächlich habe ich das mal Probe gespielt mit mir selber. Um zu sehen, wie das ist. Ja, gut, klar, aber es zählt auch nicht als vollwertiges Spiel, kann ich Aber schon das verstehen. ist, ne, ich meine, ehrlicherweise, da ist jetzt auch kein Spiel, was ich gekauft habe mit der Intention, wo ich sage, boah, geil, endlich habe ich dieses Spiel. Das war einfach, die haben mir das so aufgezwungen mit so wenig Geld, was die dafür haben wollten, dass ich dachte, komm, einfach für den Gag stelle ich mir ins Regal. So wie das Ja. Bürostuhlrennen. Stromberg Bürostuhlrennen hast du? Genau. Da müssen wir mal ein Let's Play zu machen, Ich bin dabei. Also ich habe da nicht ne? gespielt, aber ich glaube, das wird lustig. Ja, wir werden sehen. Ja. Ja, tatsächlich. Und 1969. Das wären die, die mir spontan einfallen würden, die ich zu meinem Pile of Shame zählen würde. Ein paar Sachen dabei, die habe ich in einer geistigen Nachtung mal in so einem Bundle gekauft. Die zähle ich schon gar nicht mehr zum Pile of Shame. Die habe ich auch nie ernsthaft spielen wollen. Da ist so viel Schund bei gewesen. Da müsstest du dich ganz besonders für schämen, aber okay, man kennt es ja, ne? Wenn es billig Ja. ist und dann. Eben, Bundle ist ja ist ja so ein eh Blei. gefährlich. Ja, ist ja so ein Blind Bag sozusagen hier. Ja, blind mache ich nicht mehr. Da, das ist einfach Ich auch nur nicht mehr. das so ein guter Grund, warum die nicht zeigen, was sie da reinpacken. Ja, Ne? genau. Das ist Nur wir sonst. kehren durchs Lager und die Spiele, die jetzt seit längerer Zeit unterm Regal liegen und ne, die packen wir mal in so eine Box. Die geschenkt ist noch zu teuer, Fraktion ist das. Ja, genau. Ja, aber generell überraschenderweise doch recht wenig. Ich hätte mit mehr gerechnet, bei mir zumindest. Ich bin übrigens überrascht, dass es dir doch so viele sind. Du kaufst ja ohnehin deutlich weniger Spiele als ich. Ja, und es Ja, aber ist nicht gut. Es ich spiele nützt weniger, keinem. ne? Auch das, es Und ich nützt eben spiele auch vor allen keinem. Dingen meistens in Runden, wo alle Beteiligten viele Spiele haben. Das ist definitiv natürlich nachteilig, wenn es darum geht, eigene Spiele am Tisch zu bringen. Da hilft es, wenn man in einer Gruppe spielt, wo man selber der Hauptinitiator ist, wo man sagt, hier, die anderen haben eh nichts, ich leg mal was am Tisch und dann hoffentlich trifft das den Geschmack. Ne, aber wenn jetzt mit unserer Kerntruppe im Zweifel hätte jeder noch 10 Spiele zu Hause, die er gerne mal auf den Tisch bringen würde, ne? Das sind Ja, dann schon genau. 40 oder Ja. 50. Genau, Das ist das dann schon ein ist eine Jahr Menge. ausgelastet. Ja, manchmal überschneiden die sich ja auch. Und zumindest, na gut, selten, aber ja, im Prinzip. Und man muss ja nicht nur in dieser einen Runde die ganzen Spiele spielen. Man hat ja auch andere Runden. Du vielleicht Ja, nicht ich so, nicht, deswegen sage ich ja. ja, aber Ne? andere haben das ja. Ne, und. Ich rede ja auch ganz persönlich von mir und meinem Dilemma, dass ihr auch alle zu viele Spiele habt und ich euren Schund immer mitspielen muss und keiner meine guten Sachen spielen will. Wie zum Ja, Beispiel gut. das Stromberg-Bürostuhlrennen. Das machen wir. Ernsthaft. Aber ich denke mal, als nächsten Titel könnten wir uns tatsächlich auf Anno einigen, oder? Denn für Revived, Revived war das, oder? Revived, wie war der genaue Revive. Titel? Revived, genau. Da brauchst du ein bisschen mehr Einarbeitungszeit, oder? Ich meine, ich habe es schon dreimal jetzt mittlerweile gelernt und wieder vergessen. Zugegebenerweise werden die Einarbeitungszeiten kürzer, weil Ja, man es dann doch wieder natürlich. an mehr erinnert, ne? Aber ich könnte es jetzt nicht aus dem Stegreif komplett nochmal so durcherklären. Nee, das ist ja auch schwierig, aber man muss halt nur kurz mal durchlesen. Ich habe auch gemerkt, auch Korsaren der Karibik, auch wenn es so lange her war, dass da kam halt einiges schon mal bekannt vor. Man wusste überhaupt generell, wie das Spiel grob abläuft, und das ist ja schon eine ganze Menge. Man musste nur halt das ganze Detailwissen wieder sich aneignen. Und da hat man natürlich auch eine ganze Menge von bei diesem Spiel. Insofern, einmal gelernt reicht schon, um da so ein gutes Gerüst zu haben, um schnell wieder reinzukommen. Revive ist jetzt auch kein Komplexitätsmonster. Nicht, Ja, also gut. was die Regelfülle angeht. Da ist auch der Clou ist halt vor allen Dingen auch dieses, dass du Karten hast, die halt multiple Einsatzfähigkeiten haben, je nachdem, wo man sie platziert, wie man sie benutzt.
Das ist so die eigentliche mich der mechanische Kern des Ganzen. Ja gut, Und also ich muss sagen, es würde mich mehr interessieren als Anno, aber ich dachte, das wäre jetzt für dich leichter, schneller bereitzustellen. Und du wolltest es ja jetzt. Anno kann ich erklären jetzt. Anno ist Ja, dann jetzt machen wir habe doch ich Anno. zufälligerweise halt auch viel Anno am Rechner gespielt und ich muss sagen, ich finde das erstmal am ersten Blick wirkt das wie eine ganz brauchbare Umsetzung. Außerdem ist es hier von Marcellus Wallace. Nee, wie heißt der Typ? William Wallace? Nee. Wer ist der Typ? Ach komm. So ähnlich. Wallace heißt der. Ist er der von hier Lancashire und so? Nicht? Möglich, da bin ich leider momentan ein bisschen Oder raus. hier, wie heißt der andere hier? Nicht Amazonas hier. Wer ist halt das Cthulhuide-Aufbauspiel, was du da stehen hast irgendwo? Was meinst du mit Australien! Aufbauspiel? Australien, ja. Australien! Genau. Ja, genau. Amazonas, Australien, alles dasselbe. Ich meine, es auch von dem. Ja, gut, dann sind wir soweit eigentlich durch. Ich kann noch kurz anmerken, dass auch das Trading Card Game zu Cthulhu weitergeht. Es hat erstmal ein paar Aufnahmen gebraucht, bis ich das also mit einer zufriedenstellenden Partie dann rausgehen konnte. Denn es gab immer irgendwelche Sachen, dass die Kamera ausgegangen ist oder sonst was, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ja, aber jetzt schneide ich erstmal alle Teile des kompletten Szenarios durch und dann erst geht's mit der Veröffentlichung weiter. Dann habe ich auch so einen kleinen Puffer, dann wieder weiterzumachen. Ja, das wollte ich nur noch mal anmerken für alle, die jetzt darauf warten und sagen, oh, jetzt fängt er schon mit dem nächsten Let's Play an, ist das noch nicht vorbei oder so. Kommt noch. Ich weiß, es ist blöd mit der langen Pause, aber was will man machen? Das Ja. ist man halt auch nicht gewohnt von uns, ne? Traurigerweise, ich Apropos hätte. lange Pause. Ich kann dir jetzt schon mein Highlight für die nächste Folge spoilern. Aber vielleicht sage ich das auch noch nicht. Besser, ne? Dann überraschen wir uns alle gegenseitig und wir sagen einfach Danke. Lasst gern Like da, wenn euch das nur ansatzweise gefallen hat. Na, nicht so geizen, ruhig mal liken. Freuen wir uns. Gönn Genau, gönn mal Like hier. Gönn mal Abo. Folgt mal mal. rein. Ja, dann vielen Dank an alle, die den Kanal Ja. unterstützen. Und viel Freude beim Spiel. Bis zum nächsten Mal. Sau mit V. Ciao.